Wir haben einen Ball pro Pärchen, ein Spieler am Netz. Ein Spieler startet hier immer hinter dem Hütchen. Vom Netz kommen geworfene Bälle erstmal noch langsam. Jetzt hier ist schön, du kannst einmal einen Ball auf das Kreuz werfen und danach einen Ball auf das Kreuz. Immer warten, bis ich hinten bin. Immer mit ein bisschen Bogen, also dass ich Zeit habe, zwei Schritte zu machen und zu spielen. So, die Idee ist, ich starte hinten. Los geht's. Es kommt ein Ball, ich laufe ran, bagger zurück, geht zurück. Andere Seite, ich laufe nach vorne, wieder zurück. Ah, warte. So, das ist erstmal, wir machen erstmal eine Runde nach vorne. Grundidee ist, ich starte hier, der Ball ist langsam genug, dass ich Zeit habe. Wieder, ich versuche mit ein oder zwei Schritten hier zur Seite zu kommen. Im besten Fall schaffe ich es, mein Außenbein vorne zu haben. Ja, das ist immer ein bisschen ungeschickt, wenn ich so baggern will. Also Außenbein nach vorne. Ich muss immer ein kleines bisschen mein Spielbrett ausrichten, damit ich zu ihm zeige und zu ihm spiele. Unten bleiben und aus den Armen, aus den Schultern spielen. Werf noch mal einen hier links bitte kurz. Ha, ich gehe zum Ball. Aber die Beine machen nichts. So, die Arme machen auch nur ein kleines bisschen. Das sollte die Idee sein. Probieren. Ich teile Hütchen aus. Sechsmal. Dreimal rechts, dreimal links, immer abwechselnd. Es wird immer vom Netz nach hinten geworfen. Er startet ja am Hütchen. So, du wirfst mit ein bisschen Bogen hierhin, mit ein bisschen Bogen den nächsten dahin. Kurz, alle stopp. Zwei Sachen. Am Ende will ich den Ball im Moment ja zu meiner Spielerin direkt vor mir spielen. Das heißt, wenn ich jetzt so zum Ball laufe, ich übertreibe mal ein bisschen und mich dann wieder drehen muss, ist einmal ungeschickt. Wir haben vorhin bei dem Athletikteil viel mit so Sidesteps und Shufflesteps gearbeitet. Also würde ich in dem Fall auch versuchen, hier, ich bin ganz schnell da und ich gucke die ganze Zeit zu ihr. Und ich habe nur, hier, andere Seite. Oh, der ist schnell. Und ich bin schneller. Zweite Sache. Ich mache mal zwei Sachen vor und ihr sagt mir, was wahrscheinlich besser ist. Nicht werfen. Abwehrposition oder Annahmeposition. Ja. Oder Abwehr-Annahmeposition. Ihr steht fast alle auf, lauft zum Spielort und geht wieder runter. Ihr könnt Rückzugs von mir aus ein bisschen locker oder mal hier kurze Pause machen. Aber Abwehr, schnell, unten bleiben, spielen, vielleicht kurze Pause. Fertig, laufen, spielen, zurück. Vielleicht kurze Pause. Aber ihr braucht endlos Zeit zum Aufstehen und wieder runterkommen. Probieren. Unten bleiben, immer Schultern zum Werfer. Unten, unten, unten. Jan war das. Du stehst. Das machst du mal so rum. Ball ist da, du stehst. Und drehst den ganzen Körper so und wieder vor. Ja. Guck mal, dass deine Schultern immer nach da zeigen. Von hinten einmal. Ha, hier. Meine Schultern sind immer da. Immer hier. Okay, probieren. Besser, viel besser. So, deine Schulter war super ruhig. Die macht ganz ruhige Bewegung. Die Beine machen, was sie wollen. Aber hier bist du ruhig. Noch tiefer bleiben, noch tiefer bleiben. Schneller Schritt da unten. Zack. Hier unten. Als würde die Hüfte auf einer Schiene laufen, die nicht hoch und runter geht. Marlene. Was du versuchen kannst, ist beim Baggern nicht mit ganz viel Bewegung von hier unten, sondern Hände vor, spielen. Das, je weniger Bewegung ist immer besser. Je mehr Bewegung, desto mehr Bewegung kann falsch sein. Gut, gerne weniger Beine. Zum Ball läufst du gut und dann stehst du immer auf. Bleib unten, hier. Versuch. Okay, im Moment geht das, weil die Bälle super langsam sind. Bei einem schnellen Ball hast du keine Zeit zum Aufstehen. Okay, stopp kurz. So. Schieb bitte alle mal das Hütchen auf die hellblaue Linie, auf die Seitenauslinie vom Querfeld. Nur gerade nach vorne, sonst nichts. So, jetzt haben wir Bewegung. Vorne rechts, vorne links. Jetzt kommt hinten rechts, hinten links. Unterschied bei den Jungs, habe ich vorhin gesagt, bei den Jungs gegen Jump Float ist oft so, dass sie vor allem Bälle, die jetzt innen, also innen in Richtung Feld, innen kommen, dass diese Bälle oft gepritscht werden, wenn sie lang sind. Das machen die Mädels meistens nicht so gerne, deshalb probieren wir das jetzt mal, wie die Mädels zu lösen. Und zwar, der Spieler am Netz wirft wieder mit ein bisschen Bogen den Ball über meine linke Schulter oder über meine rechte Schulter. Du kannst mal überlegen, ungefähr hierhin zu zielen. Grob hierhin
und hierhin vielleicht. So, jetzt kommt wieder was, was wir vorhin im Athletikteil probiert haben. Ich öffne die Seite, spiele hier. Andere Seite. Ich mache rechts auf, lauf mit. Startposition. Ich mache auf, laufe mit Shuffle Steps. Die Arme gehen währenddessen nach außen. Ich schließe, habe mein Spielbrett ausgerichtet zu ihm. Blick ist immer zu ihm oder zum Ball. Stabilisiere übers Außenbein. Spiele. Wieder zum Hütchen. Ball. Geh mit. Pack. Hier. Geh mit. Du kannst gerne ein bisschen weiterwerfen noch. Müsst ihr nachher gucken. Ich gehe mit. Und ich erreiche. Er wirft jetzt den Ball. Das sind 3 Meter. 4 Meter. Er wirft den Ball ungefähr hier hin und ich erreiche ihn ohne Probleme im Bagger. Das sollte so die Idee sein, das zu versuchen. Probiert mal. Macht mal 6 Würfe und dann immer tauschen. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Tauschen. Gut, er muss gar nicht so weit seitlich sein. So, pass auf. Runter. So, jetzt mach mal nur 45 Grad, so schräg. Nee, du machst mal hinter mir her, was ich mache. So, schräg. Einen Schritt mitlaufen, hinter. So, Hände raus. Genau, was du gerade gemacht hast, du standest schon so und hast quasi über Kopf gespielt. Du machst maximal so weit und drehst nicht hier weiter, das klappt nicht. Okay? Machen wir noch 2 Bälle. Nur seitlich laufen, nicht rückwärts. Mach auf. Komm. So, warte, rechter Fuß hinter und dann läufst du so, zack. So läufst du, genau. Dann läufst du fast an der Linie entlang rückwärts, aber du bist die ganze Zeit offen und kannst den Ball die ganze Zeit da spielen. Ja, gut, das war viel besser. Andere Seite auch nochmal. Nur ein bisschen seitlich aufmachen, nicht zu weit. Ja, merkst du, wie du am Ende so stehst? Da wäre besser, du stehst noch ein bisschen so halb nach vorne. Nicht ganz zur Seite, nur halb. Okay, Bälle kurz festhalten. So, wir haben zu 5. Bei 6 ist einfach eine Warteposition. Es kommt abwechselnd. Ein Ball. Ein Ball von Position 2, gerade nach hinten. Ein Ball von Position 4 nach hinten. Immer abwechselnd. So, ihr macht weiterhin einen kurz rechts, einen kurz links, einen lang rechts, einen lang links. Mach mal die Reihenfolge. Vorne, hinten. So, alle Bälle, die wir spielen, spielen wir jetzt zum Zuspieler hier ans Netz. Spielt ihr 6-6 schon? Ja? Ja. Ja, wir nehmen jetzt mal an, wir spielen 6-6, da steht der Zuspieler hier. Der Kasten ist dafür da, weil der Zuspieler irgendwann anfängt zu springen und ein bisschen höher ist. Und mit dem Kasten kann der Zuspieler auch nicht wegrennen und jeden Ball fangen. Und ihr müsst die Bälle jetzt ganz präzise hierhin spielen. Euer Ball fliegt. Werfer, baggern, fangen und du gibst ihn ihr zurück. Danach drüben. Werfer, baggern, fangen, gibst ihn ihr zurück. Wir probieren einmal. Anfangen, erster Ball. Gut, und hier der Ball, hier. Gut, und andere Seite wieder. Gut. Drüben probieren wir das Gleiche. So. Gut, also, obwohl es jetzt eigentlich nur fangen, nur werfen und baggern ist, klappt das schon nur bedingt. Die Idee ist, dass wir, vorher haben wir ja die 4 Bewegungsrichtungen immer frontal gespielt, ist jetzt das eben aus jeder Richtung, die wir auch im Spiel haben, egal ob von 5 oder von 1, immer in Richtung Zuspiel geben. Das kann auch mal sein, ich mache einen Schritt nach links und spiele eben nicht zurück, sondern muss ihn noch weiter in Richtung Zuspiel geben. Wenn jetzt der Fünfer zum Beispiel kurz rechts den Ball bekäme, um verschiedene Situationen zu simulieren. So, und dann nächster Schritt wäre, im Endeffekt die Abschlussübung von vorhin könnt ihr mal ähnlich auch hier nehmen. Zu zweit ein Aufschläger, eine Annahme und ich habe individuell meine Annahme. Oder zu zweit und ich nehme im Zweierregel an, um Informationen anzunehmen. Wenn ich jetzt sage, ich bin nur im Jugendbereich, im aktiven Bereich, was wir machen, wäre in kleinen Gruppen. Ich habe individuell einen Annahmespieler in 5 bzw. Libero in 5-6, einen Annahmespieler in 1, einen Fänger. Nach einer bestimmten Anzahl wird in der Annahme rotiert. Drüben stehen 3 Aufschläger und nach einer Zeit tausche ich die Seiten einfach. Dass eine Dreiergruppe schlägt 12, 24 Bälle auf. Danach, die drüben drehen alle 4 Bälle weiter, dass jeder rechts und links annimmt. Danach wird getauscht und wir haben die andere Seite am Aufschlag.